Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu Outlast. Ja, ich bin es, euer lieber Zordan, und dies ist mein erstes Let's Play außerhalb der Minecraft-Welt. Ursprünglich hatte ich dafür eigentlich geplant, Demonikon von das Schwarze Auge zu spielen, aber das werde ich wahrscheinlich nach diesem Spiel dann angehen, denn über dieses bin ich durch Zufall gestolpert, als ich gelesen habe, dass das hier das gruseligste Spiel aller Zeiten sein soll. Also schlimmer als Silent Hill, Resident Evil 4 und all die knackigen Titel. Und da ich als ja, Barbar natürlich schwer zu erschrecken bin, dachte ich, ich mit euch zusammen gebe dem Ganzen mal einen Versuch. Outlast spielt sich von der Steuerung her wie ein typischer Ego-Shooter. Es benutzt auch die Grafik-Engine von Unreal. Aber es ist anders als ein Ego-Shooter, denn wir sind ein Enthüllungsjournalist, der in eine Nervenheilanstalt, in ein Asylum, eindringt, um dort von irgendwelchen Machenschaften zu berichten. Aber er ist nun wirklich kein Kämpfer. Das Einzige, was er kann, ist wegrennen und sich verstecken. Er hat keine Waffen. Das einzige Gerät, was er bei sich hat, ist eine Kamera, mit der er die ganzen Hintergründe aufzeichnen will und die eine Nachtsichtfunktion besitzt, mit der man im Dunkeln dann zur Not sehen kann. Nun gut, Freunde, dann wollen wir doch mal schauen, was uns in Outlast so erwartet. Viel Spaß dabei! Ja, Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß, danke. Wir sind Miles Upshur, der Enthüllungsjournalist, der eine Vorliebe für schwierige Geschichten hat, und wir gehen in die Nervenheilanstalt Mount Massive. Dann wollen wir doch mal sehen, was uns dort erwartet. Department of Agriculture Commissioner Salazar said changing weather patterns. Radio. Das klingt wie Reifengeräusche. Ich würde sagen, wir sitzen in irgendeinem Fahrzeug, vielleicht im Bus oder im Auto. Und der Ladebildschirm dauert eine ganze Weile. Was ich nehme mal an, daran liegt, dass ich gleichzeitig hier ja das Ganze aufnehmen. Ich habe für euch deutsche Untertitel angestellt, weil das Spiel ist von der Sprache her in Englisch. Wenn ich es schaffe, werde ich sie immer vorlesen, aber es kann natürlich auch sein, dass ich mich irgendwo so erschrecke, dass ich das nicht schaffe. Dann müsst ihr eben selber lesen. Die Musik ist schon mal grandios. Die Grafik ist typisch, wie zum Beispiel auch bei Left 4 Dead. Nur, dass ich keine Waffe benutzen kann, das macht mir irgendwie. Ja, der Radioempfang ist gestört. Mount Massive Asylum. Vom Baustil würde ich sagen, ähnelt es ein wenig einem europäischen Herrenhaus oder einer europäischen Burg. Also gut, dann schauen wir uns doch mal an, was uns hier so erwartet. Sie kennen mich nicht, muss mich kurz fassen, werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich, verstehe es nicht, glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg gewartet hat. Leute kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay, das ist also der Hinweis, den ich bekommen habe, um dem Ganzen nachzugehen. Sie haben etwas im Berg gefunden? Haben da etwa Zwerge gegraben? Ach ja, Batterien. Die Kamera verbraucht natürlich Batterie. Und dementsprechend muss ich ab und zu nachladen. So, alle Funktionen getestet, jetzt kann's losgehen. Untersuche die Nervenheilanstalt Mount Massive. Na gut. Lass mal gucken, was wir hier haben. Das Büro eines Wachhabenden, aber
Ansonsten kann ich hier nichts, okay. Die Steuerung erstmal mit vertraut machen, ja, ganz normal. Man kann laufen wie beim E-Scooter. Man kann ein wenig hüpfen. Hier ist verriegelt. Tür ist auf. Okay, ich soll das Ganze aufnehmen. Aha, anscheinend mache ich mir Notizen, wenn ich etwas aufnehme. Schauen wir doch mal. Mir wird schon schlecht, wenn ich diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter dem Deckmantel einer Wohlfahrtsorganisation wiedereröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen. Aber niemals auf amerikanischem Boden. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Das war das vom Informanten. Okay, mal los. Bewegt. Ich habe das Licht ausgemacht. Okay, Grafik und Atmosphäre sind schon mal sehr unheimlich, das kann man sagen. Und hier sind tatsächlich Störsender, guck mal. Das sind Militärfahrzeuge. Mit Störsendern, ja. Tatsache. Hier aus? Mount Massive Asylum. Kann man das benutzen? Nein. Die linke Maustaste. Verriegelt. War ja klar. Schauen wir mal, ob wir irgendwo einen Durchschlupf finden. Ist auch abgeschlossen. Na, ich bin nicht der Fitteste, wie man merkt. Ich höre mich ja jetzt schon schnaufen. Auch hier verriegelt. Mist. Ich vermute mal, dass die Level eher, um mal jetzt als Spieler wieder zu sprechen, eher schlauchartig sind, wie es auch bei Ego-Shootern ist. Aber ich habe schon jetzt das Gefühl, dass es darauf bei diesem Spiel nicht ankommt. Ah, hier ist ein... Ja, genau. Irgendwas ist hier schon mal durchgekommen. Mal sehen, kann man hier vielleicht rein? Auch verriegelt. Mist. Seht mal, da oben ist ein Fenster offen. Über die Baugerüste könnten wir da vielleicht hin. Ja, das habe ich gerade gemacht, genau. Da ist eine Leiter. Also gut drauf hier. Das kann ich jetzt zumindest ein bisschen was erkennen, aber... Vorsichtig öffnen. Sehr einladend aus hier. Alter Priester.
das? War das der Fernseher? Ah, oh, in Nachtsicht sollte man nicht anschalten, wenn man Licht anhat. Was haben wir hier? Im Kamin irgendwas? Irgendwie kenne ich alte Herrenhäuser ja, dass sie gerne was im Kamin verbergen. Freunde, wo bin ich hier reingeraten? Zumindest eine neue Batterie, das ist schon mal gut. Kann ich die Dinger hier irgendwie öffnen? Nein. Ist jemand durch die Blutspuren durch und noch weiter nach da hinten? Wie sieht es mit diesem Büro aus? Eine Akte. Fall Nummer 174. Patienteninitialen WPH. Billy. Erste Patientenbefragung 2009. Therapiestatus. Der Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit den Stufen 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchialen Akkumulationen. Medizinbegriffe, die Hämatoxtrennung, höchst besorgniserregend. Ja, mit diesen ganzen Medizin-Blabla kann ich nichts anfangen. Anmerkung: Billy erkundigte sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies bedeutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt werden und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems Projekt Wall Rider Mount Massive CO. Huh. Was auch immer uns das zu sagen hat. Auf jeden Fall wollen sie was vertuschen, das sieht man ja jetzt schon. Sieht aus, als ob hier einer reingeschossen hätte. Was? Da ist doch jemand drin. Verdammt, hier ist auch zu. Ich will lieber nicht wissen, was da oben liegt. Das sieht aus wie ein Stück Darm. Hauptsache Hände waschen, ne? Kann ich an den Kühlschrank dran? Nein. Okay, Freunde, der einzige Weg weiter geht durch diesen Luftschacht. Oh. Also das. Das war doch die Toilette, oder? Oh Mann, oh Mann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, oh Gott. Ach du Scheiße. Schande. Güte, ich stehe hier in... von Eingeweiden. Oh. Ich zieh weg hier. Das ist auch zu verdammt. Oh. Schau dich das an.
muss hier durch. Es hilft nichts. Okay, dieses Spiel verspricht echt nicht so viel. Wer oder was hat hier die... Güte. Ich muss das alles festhalten. Oh, was? Gerissene Köpfe und... Oh Gott, Gedärme voller Maden. Das ist ein Gestank. Das ist unglaublich. Alles voller Fliegen. They killed us. They got out. The variants. You can't fight them. You have to hide. You can unlock the main doors from security control. You have to get the fuck out of this terrible place. Verdammt nochmal hier raus. Das glaube ich aber auch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Leute, nichts wie weg hier. Ich hoffe, dass ich in der nächsten Folge hier irgendwie rauskomme. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.